Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV. Beim letzten Mal waren wir hier in der Sastasha-Höhle. Und nun werden wir die Quest wieder abgeben. Ich gucke gerade. Mit was? Mit wie? Mit wem? Ja? Eigentlich müsste ich einmal mit dem Hermetiker. Weil der Hermetiker am niedrigsten ist. Deswegen muss ich eigentlich mit dem. Also er kriegt einfach mal die gleiche Ausrüstung. Also wir können uns hier einmal nach hierhin teleportieren. Wir müssen ja einmal mit Baderon sprechen. Immer wieder dieser Baderon. Ja, und dann mal schauen, was wir so als nächstes in der Story erleben. Ich werde nachher... Oder vielleicht morgen, ich weiß es noch nicht genau. Irgendwann die Tage werde ich mich mal an die Freibriefe und so weiter machen. Mal schauen. Morgen ist hier eigentlich Stream. Deswegen eigentlich habe ich morgen keine Zeit. Aber wir schauen. Wir schauen, wie es weitergeht. Schauen, wie wir vorankommen. In dieser unserer Welt. Denn dies ist deine Welt. Oh Mann. Okay. So. Oh, das ist voll cool. Wie das leuchtet. Okay. Die ertränkte Sorge. Baderon wartet da schon auf uns. Hier ist wieder jemand im Emmerich-Outfit. Hallo, Baron. Ei, ein solcher Auftrag wurde aufgeschrieben, aber ich fürchte, das Schiff hat abgelegt. Ah, bist du einfach die Abenteurerin, die uns den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat? Das Schiff hat also nicht nur abgelegt, sondern ist sogar schon wieder sicher in den Heimathafen zurückgekehrt. Glückwunsch, nur schade, dass wir diesen Pfad verpasst haben. Ach, mach ja keinen Kopf. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Stimmt natürlich, aber wir müssen uns ordentlich ranhalten, wenn wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen wollen. Welche auch immer das sein mögen. Ja, genau. Ich will endlich groß rauskommen. Kikina. Okay. Wir haben uns vorgenommen, große Heldentaten zu verbringen, über die Baden in ganz Eorzea singen werden. Zukünftige Generationen von Abenteurern wollen wir ein glorreiches Beispiel abgeben, dem sie nacheifern können. Und du, was ist dein Ziel? Ob groß oder klein, du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst. Das gibt dir die Kraft, harte Zeiten zu überstehen. Denn mit einem leuchtenden Ziel vor Augen hältst du in jedem noch so finsteren Sturm den Kurs. Wofür du kämpfst, gibt dir die geistige Stärke und wird zu deinem Schutzschild im Angesicht der Gefahr. Denk an meine Worte, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Wie lief die Höhenerkundung? Die Sagin wollten sich also tatsächlich in der Sastasha-Höhle einnisten. Das schmeckt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Das muss Admiral Merwip gleich wissen. Aber zuerst gebe ich dir natürlich deine Belohnung. Dafür, dass du dich in die Höhle gewagt hast. Danke für deine Hilfe, Ash. Ich wusste doch, dass auf dich verlassen ist. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Auftrag? Die Abenteurergilde von Gridania hat mich nämlich gerade erst gebeten, ihr ein paar fähige Abenteurer zu empfehlen. Normalerweise regeln die Waldbewohner ihre Angelegenheiten lieber selbst. Also vermute ich, dass die Lage ernst ist. Worum es auch geht, dich kann ich mit gutem Gewissens empfehlen. Also überleg's dir und melde dich bei mir, falls du Interesse hast. Okay. Guck
Gruppensuche nun verfügbar. Das nächste freigeschaltet. So. Ah, ich sehe schon, dich juckt es in den Fingern nach der nächsten großen Herausforderung. Also hör zu, die Abenteurerkönigin Redani hat uns gebeten, den fähigen Abenteurer für eine besondere Aufgabe zu empfehlen. Mit genaueren Informationen wollten die Geheimniskrämer nicht herausrücken, aber allein die Tatsache, dass sie sich an uns gewandt haben, deutet auf den Ernst der Lage hin. Egal worum es geht, nach deiner Leistung in der Sastascha-Höhle kann ich dich mit gutem Gewissens empfehlen. Also, viel Erfolg! Okay, vielen lieben Dank. Ich habe vergessen, Thumbnails für den letzten Part zu machen. Egal. So ist das nun mal. Wir tun im Hexenstübchen, das heißt Teleport und Arme nach Neuglidania. Wir sind immer noch bei dem 15er-Quest. Ich glaube, jetzt ist es auch der Moment, wo alle Questverläufe oder alle Storylines zusammenführen. Egal von welchem Startpunkt. Jetzt ist alles einheitlich. So. Geben wir den Auftrag doch mal ab. Apropos, warte mal. Wir laufen ja schon seit Ewigkeiten wieder mit den BMOs rum. Okay, Wächterauge. Oh, okay. Nimm doch bitte Platz. Du wirst sofort Oh, du bist dich hier, um zu speisen. Dann bist du vielleicht die Abenteurerin, die uns von Baderon empfohlen wurde, ja? Wunderbar, ich habe dich schon erwartet. Ich heiße Mijun, aber das weißt du sicher bereits. Das Hexenstübchen trägt ja nicht umsonst meinen Namen. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atme erst einmal tief durch. Du hast eine lange Reise hinter dir. Dann. Stufe 16. Darf es schon annehmen, aber ich darf es wahrscheinlich nicht machen. Wir sind fast 16. Gut, wenn du bereit bist, können wir ja mit der Verzeihung, Mijun, ich störe nur ungern, aber die Zeit drängt. Hat sich jemand noch kein freiwilliger Beireiter erklärt? Ah, guten Abend, werter Levin. Wie schön, dich zu sehen. Auch wenn der Anlass deines Besuchs einen trüben Schatten auf unsere Begegnung wirft. Doch du kommst gerade recht. Diese tapfere Heldin für sich unseres Problems annehmen. Oh, das freut mich für wahr. Danke, dass du uns helfen willst. Ich bin Levin, der Kommandant von Nofika Scham. Als solcher für den Schutz Gredanias verantwortlich. Verzeih mir, wenn ich mich kurz fasse, aber die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Mitten im Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte, welche der Totenacker Tantara genannt wird. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zur Zeit von Gelmora angelegt. Doch auch wir, Gredania, haben dort unsere Toten bestattet. Bisher war es stets ein Ort des Friedens und der Ruhe. Nun jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sich Anhänger eines dunklen Kults in der Anlage herumtreiben. Augenzeugenberichte lassen darauf schließen, dass es sich bei den Kultisten um die sogenannten Jünger Dalamuts handelt, die während der 7. Katastrophe plötzlich aufkamen, um den Mond Dalamut anzubeten. Sie wollen das Werk der Zerstörung, das ihr Gott begonnen hat, in seinem Namen verenden. Dafür schrecken sie vor keiner Grausamkeit zurück. Unter normalen Umständen würde es natürlich nur Fika Schar obliegen, die junge Dalamut zu vertreiben. Und liebend gern würde ich ihnen umgehend meine besten Leute auf dem Hals setzen. Aber die Katastrophe hat unsere Reihe stark dezimiert und die wenigen Überlebenden sind damit beschäftigt, die Xer den Schach zu halten. Xer sind vogelartige Wesen, die zu den wilden Stimmen gezählt werden. In letzter Zeit rücken sie uns ganz schön auf die Pelle und gönnen uns keine Verschnaufspause. Da unsere Einsatzkräfte gebunden sind, sind wir auf auswärtige Hilfe angewiesen. Du wurdest uns wärmstens empfohlen. Deswegen habe ich Vertrauen zu dir. Bist du bereit, dich um die junge Dalamut zu kümmern? Danke, damit fällt mir ein Stein vom Herzen. Das wird kein Kinderspiel, sage ich dir. Also bereite dich gut auf den Einsatz vor. Gehe dann zum Totenacker und sprich mit dem Soldaten von Nofika Schar, der dort am Eingang Wache steht. Er wird dir weitere Informationen geben. Viel Erfolg. Pass gut auf dich auf, hörst du? Möge der Urkristall dich leiten. Thank you.
okay. Es ist nicht mehr viel, was uns da fehlt. Weiß nicht, ein Gilngeist würde ich mal machen. Stimmt, und in der Zeit. Ich wollte einmal gucken, ob wir uns neue Begleiter holen können. No. Neue Begleiterchen wären ja gar nicht mal so verkehrt. Also wir können eigentlich auch hier durch, ne? So rein theoretisch. So, dann da lang und dann einmal Rick hier hoch. Okay. Steht da leider nicht. Das man könnte ja durch diese Schilder halt auch wissen, wo man lang muss. Naja. Hallo, Archivar. Wir haben genau zwei. Das passt ja perfekt. So, Wächterauge haben wir. Als nächstes wäre das Zeigerhändchen. Okay. Zeigerhändchen. Aber so fühlt sich unser Begleiterverzeichnis. Wir haben jetzt halt schon 6 Begleiter, ne? So, und in der aktuellen Agenda. Einfach mal, um zu zeigen. Kämpfe. 5 Dungeons abschließen. 5-mal jemanden als wertvollsten Spieler ehren. 5 Dungeons wird. Der Zufallsinhalt können wir halt leider noch nicht, ne? Also doch, ein Zufallsinhalt haben wir, aber das ist kein Dungeon. Jetzt möchte ich noch einmal was verkaufen. Ich meine, alles, was jetzt unter 5 ist, können wir schon mal verkaufen. Was nicht getragen wird, natürlich. Kann ich nochmal kurz gucken. Mhm. Okay. Nee, Hermetiker. Wäre gern der Hermetiker. Ist eigentlich egal, wo wir jetzt was verkaufen. So. Ja gut, den verkaufe ich natürlich noch nicht. Den braucht jetzt Ordnungs. Hätte alles nur was hier kein Ding dran hat. Das können wir. Okay, und das natürlich nicht. Ja, ach, das geht hier gar nicht. So.
Perfekt. Ich glaube, das kann noch dauern. Die habe ich zweimal. Okay. Dann einmal Inventar öffnen. Die einmal verkaufen. Nur das, was ich denke, ich erstmal nicht brauche. Das Fleisch kann ich bestimmt noch gebrauchen. Augentropfen gegen Gift brauche ich eigentlich auch nicht. Perfekt. Den Geist kenne ich sogar gar nicht. Bin gespannt. Das ist tatsächlich mein Gildengeist, den kenne ich nicht. Aber wir kommen wahrscheinlich hier nicht rein. Ah, doch. Ein Tank macht's doch. Tank will doch noch. Huch. Ja, dieser Gildengeist ist auch für mich neu. Naja, damit haben wir zumindest unsere Stufe 16. Weiß nicht, ob das hier auch als Inni zählt. Huch. Das ist das Viech, was wir, glaube ich, brauchen. So. Sehr schön. Abschließen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist so schön, wenn sowas klappt. So. Und wie sieht es jetzt mit der aktuellen Agenda aus? Okay, zählt tatsächlich nicht als Dungeon, also wirklich nur als Gildenkreis. Ein von drei. Das könnte man heute sogar noch schaffen.
an Vergütung. Ja, wie gesagt, Fates und Freibrief und alles, was fehlt noch. Und verschiedene Herausforderungen der aktuellen Agenda abschließen. Würde man hinkriegen. Würde man hinkriegen. So, ich will aber erstmal kurzzeitig diesen Part hier beenden. Ich glaube, mein Männer kommt bald nach Hause. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.